Moinsen, liebe Freunde, was geht ab? Ich hoffe, es geht euch da draußen gut und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst ja, 2018, 2019 war besonders das Jahr von PUBG hier auf dem Kanal. Es gab fast nur Videos darüber und ich hatte unglaublich viel Spaß. Umso schöner ist es, dass PUBG Mobile auf mich zugekommen ist und hat mich gefragt, pass mal auf, da hat sich ziemlich viel in dem Spiel verändert, willst du es nicht mal ausprobieren? Ich habe keine Sekunde gezögert und gesagt, ja, sehr, sehr gerne. Und dementsprechend werden wir die nächsten Wochen mal ein bisschen schauen, was PUBG Mobile so kann, was sich geändert hat und vor allen Dingen, ob das Ganze was taugt. Kleiner Spoiler, ich habe schon reingeschaut, wird ziemlich geil. Wir starten rein in ein Game auf einer neuen Map, die ihr so noch nie gesehen habt, die nämlich PUBG exklusiv ist, PUBG Mobile exklusiv, nämlich Livik. 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 Sieht ziemlich geil aus. Das ist meine erste Runde. Let's go. Im Menü sind wir. Das ist übrigens auch sehr, sehr geil gemacht, wenn man das mal so ansieht, ne? Du bist ja wirklich komplett durch. Auch wenn ich mich noch nicht zurechtfinde, von der Orientierung her. Livik habe ich unten ausgewählt. Wir gehen rein. Und, jetzt sehen wir mal die Map. Wir haben unten anscheinend sowas wie Military Base auf E-Wrangle. Ist wesentlich kleiner als E-Wrangle. Ist, glaube ich, nur 2,2 Kilometer, so wie ich das gesehen habe. Und wir gehen einfach mit unseren Kollegen mal. Wir gehen mit unseren Kollegen, Leute. Aber wir sind stylisch auf jeden Fall durchgekommen. Ich habe die Tooltips noch an, Leute. Dann lernt ihr wirklich was dabei, wenn ihr es noch nie gespielt haben solltet. Wir haben übrigens von dem Squad schon einen verloren. Ey, Kollege. Schmalfuß, lass mir mal eine schöne Waffe hier. Oh, eine P90. Also ganz ehrlich, damit hast du mich gecatcht. Ich bin ganz, ganz großer Fan davon. Schön aus der Städtchen, ne? Muss man einfach ganz klar sagen. Feuergefecht, Leute. Hinter uns. Wir müssen unsere Mate helfen. Guck mal hier, unser Teamkamerad, der hat hier wieder Dinge gemacht. Guck mal, der Nächste. Guckt euch das mal an, was der da hinten da veranstaltet. Keine Ahnung, ich bin komplett... Aber mein Teamkamerad hat einfach mal drei Leute weggehämmert. Moralische Unterstützung ist da. Das wird so nach hinten losgehen, was hier passiert. Leicht fahre ich sogar in die falsche Richtung, was das angeht. Bin mir sogar ziemlich sicher. Wir brauchen einen wichtigen Unterschlupf. Das ist kein Unterschlupf. Einfach mal raus, aber ganz, ganz schnell. Eine Rampe! Da werden wir auf die... Warte. Wo ist der Typ? Aber den halt nicht. Potenzial hätte ich. Ja, ich weiß, dass die Feinde voraus sind. Ich versuche mich jetzt gerade noch irgendwo da wegzuschleichen. Guckt euch das an. Wie eine Schlange. Da oben sind zwei. Okay, mein Teamkamerad hat auf jeden Fall Arbeit geleistet. Ich bin halt so pink. Nein! Er ist die bessere Schlange. Krieche den Sieg! Tu es nicht. Tu es nicht! Wir hätten Verbündete sein können. Wenn wir irgendwo weiter drumherum gegangen wären, glaube ich, hätten wir potenziell jemanden geholt. Die wollen ganz nach oben, nach Guess. Okay. Machen wir das doch einfach mal. Good old Guess, guckt euch das mal an. Aber auch eine schöne Stadt, über eine Straße verteilt. Jetzt schon am Fliegen. Was ist... Jetzt gehen die komplett woanders hin. Die wollten mich komplett ver... Ach. Nee. Also Leute, ganz ehrlich, mich zieht es jetzt nach oben nach Guess. Das war am Anfang angesagt und da habe ich jetzt auch keinen Bock auf so eine spontane Änderung. Können sich schön nach mir richten und die gehen irgendwo in die Mitte der Stadt. Okay, pass auf, also wir nehmen Guess komplett auseinander, bis aufs Fundament. Dann nehmen wir uns eine Karre und fahren dann zu unseren Kollegen und sagen, dann klopfen wir dreimal auf Holz. Sag ich dir aber. Bayer-Rucksack, klasse. So, weg mit der Schrutze. Irgendwas für den Papa. Entpacke nicht. War ein bisschen dumm, Leute. Tut mir leid. Ich schwöre, ich habe mich verklickt. Es tut mir so leid. Sorry. War gut. Oh, eine Karre. Geh mal zu unserem Kollegen. Sind alle weg. Das gibt's ja gar nicht. Wir sind komplett alleine. Entweder klappt der Jux jetzt oder er klappt nicht. Punkt. Bringt jetzt auch nichts, sich so hier durchzuschleichen. Das, was wir alle sehen wollen, ist Action.
Sie ist schön, die Map, muss ich sagen. Auch mit den Silos und sowas hier. Sieht gut aus, selbst auf dem Handy. Also, ihr wisst ja, ich bin, Scheiße. Ich bin, was Mobile angeht, bin ich immer sehr zwiegespalten. Aber das macht Spaß. Ich glaube, PUBG Mobile ist auch mit PUBG Mobile ist auch das Spiel, was ich so am meisten an Mobile überhaupt bisher gespielt habe. Wo bist du denn, du Hi-O-Pi? Jung. Batman ist gut. Nein. Batman ist vor allen Dingen eins. Tot jetzt. Also, das sind auch so Urlaubsorte. Da fährst du halt hin, einfach um, damit die Leute die Klappe halten. Die gucken dich dann an, wenn du hier nach Gronus, wo wir gerade sind, fährst. Und denken sich so, weißt du was? Ist mir alles egal. Oh, was? Irre. Ein Monster Truck. Okay, das ist halt super lit. Ein großer Fan davon. Gucken wir uns mal so ein bisschen um auf der Map. Vielleicht finden wir noch ein, zwei Leute, die wir umwetzen können. Sauberst. Also es sieht so ein bisschen von der Vegetation her aus, so ein bisschen zwischen Miramar und Erangel. Aber wir haben mediterrane Umgebung. Wieder was gelernt, Leute. Nächste Zone. Guck mal, wir sind direkt da drinnen. Gucken wir mal, wo wir uns hier gemütlich machen. Vielleicht sollten wir über diese Rampe fahren. Klar sollten wir über diese Rampe fahren. Was ist das für eine Frage? Leute, Evil Kniebel. Mit dem Turbo. Leute, der Turbo ist aktiviert. Da ist mein Stand. Da ist er, da ist er. Oh, ein bisschen die Schräglade. Aber schön, dass er... Schön. Schöner Kickflip. Ja. Er war jetzt nicht so klug. Ich bin so gut wie in der Mitte der Zone. Weiß nicht, ob das ein Bot war oder ein Spieler. Aber ich wollte nicht auf das Auto schießen, weil ich weiß ganz genau, in dem Moment, wo ich auf das Auto schieße, passiert nämlich Folgendes. Der Typ kommt rein und bömst mich komplett weg. So und nicht anders. Fünf Leute. Angst, weil ich so schlecht im Aiming bin. Leute. Leute, die wollen aber auch nicht auf ihn schießen. Ich kann das auch ganz gut verstehen. Weil pass mal auf. In dem Moment, wo ich jetzt schieße, bin ich halt dead. Weil die Leute... Warte mal, ich bin der Letzte mit ihm? Komm schon! Gönn ich mir. Schaff ich! Leute. Nein! So knapp! Oh, diese Steuerung! Verdammt nochmal! Zweiter Platz! Das gibt es nicht! Aber ich habe drei Spieler besiegt. Boah, ihr wisst nicht, wie das erste Mal nach langer Zeit wieder ist, es fast ein Chicken Dinner zu bekommen. So ein knappes Ding, verdammt nochmal! Oh, aber drei Leute weggeholt. Ich habe mich durchgeschummelt. Aber Livik macht Spaß. Es ist eine Map, die ich mir durchaus irgendwie auch öfters vorstellen kann. Liebe Freunde, das war es übrigens auch mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch da draußen Spaß gemacht. Auch wenn ich jetzt nicht so, nicht so viel Glück, zweiter Platz und dann gegen richtigen Spieler verloren nach so langer Zeit. Wir werden im nächsten Video schauen, ob das vielleicht besser wird. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, dann holt euch doch einfach PUBG Mobile. Der Link dazu ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Und natürlich könnt ihr dem Video hier auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich freuen, wenn ihr öfters vorbeischaut. In dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön. Bis dann, euer Buddy.